Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, auch ich werde mich jetzt einzig und allein auf den AfD-Antrag beziehen, wo es ja in erster Linie um die Unternehmen im Land, um die Wirtschaft, auch darüber hinaus geht. Es ist ja auch ein Antrag, der bundespolitisch durchaus adressiert. Ein Antrag allerdings, mit dem die AfD-Fraktion auch erneut sich hier der Realität, aber vor allem auch dem Fortschritt verweigert. Last but not least wird auch den meisten, die hier regelmäßig die wirtschaftlichen Debatten verfolgen, aufgefallen sein, dass hier nochmal eine Zusammenstellung, sozusagen ein Worst-of der wirtschaftspolitischen Forderungen der AfD gibt, die sie jetzt alle, die wiederholt hier abgelehnt wurden, die sie jetzt nochmal sozusagen aus der Mottenkiste gekramt haben, wo sie zurecht gelandet sind. Und schon bei der grundsätzlichen Analyse liegen wir natürlich meilenweit auseinander. Denn es wurde hier gesagt, es ist nicht die Energiewende, die die Ressourcen für Strom, Wärme und Mobilität verknappt, sondern es sind in erster Linie die fossilen Brennstoffe, die ohnehin knapp vorhanden sind und über die Deutschland als rohstoffarmes Land ohnehin nicht verfügt. Und diese haben Sie hier nochmal verteidigt. Und das, Herr Schmidt, war in Ihrer Einbringung hier ja nun wirklich unkenntnisreich und an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, dass Sie den Atomstrom als heimischen Strom branden wollten. Sie wissen doch genauso mit Sicherheit, dass Atomstrom auch fossile Energie ist, und Sie wissen auch, dass Deutschland nicht über die Brennstoffe verfügt, um diesen fossilen Strom hier wirklich als heimisch labeln zu können. Daher halten Sie die Leute nicht zum Narren. Also die richtige Strategie kann es auf keinen Fall sein, auf fossile Brennstoffe, über die Deutschland noch mal nicht verfügt, zu setzen. Langfristig wird das Nutzen erneuerbarer Energien zu Kostenvorteilen führen und auch dafür sorgen, dass wir unseren steigenden Energiehunger, das ist ja unbestritten, dass wir den auch klimaneutral decken können. Mit der CO2-Steuer besteht hier ein eindeutiges Steuerungsinstrument, das auch alle Akteure verstehen und das klar macht, dass die Zeichen auf Dekarbonisierung stehen. Und da stehen die Zeichen auch international auf Dekarbonisierung. Da gibt es internationale Verträge zu, und alle anderen, insbesondere die westlichen Wirtschaftsnationen, gehen auch diesen Weg. Und auch da findet man im Übrigen und stellt man fest, dass ja auch die Länder, die über eigene Ressourcen, auch fossile Ressourcen verfügen, dass selbst die von den Energiepreisanstiegen betroffen sind. Die werden nämlich in erster Linie auch auf dem internationalen Markt gemacht. Sicherlich trägt auch die ein oder andere Steuer was dazu bei, aber das wurde hier gesagt, auch bereits von meinen Vorrednern, in welchem Rahmen sich das Ganze abspielt. Und bei solchen Verbrauchsteuersenkungen, wie die sich auswirken und dass diese Wirkung nicht unbedingt direkt weitergegeben wird, daran können wir uns auch noch erinnern, an den Sommer 2022 und den Tankrabatt. Bei den Kommunalfinanzen sehen wir ebenfalls keinen Handlungsbedarf. Die Grundsteuer, auch dazu, das wurde hier ausgeführt. Wenn wir uns aber auch da wieder den Bundesvergleich angucken, ist Mecklenburg-Vorpommern da, ich sag mal, absolut in dem Rahmen, in dem sich die meisten Bundesländer auch befinden. Wir haben ja hier im Finanzausschuss, da waren Sie auch dabei, auch vom Landesrechnungshof im Kommunalfinanzbericht vorgestellt bekommen, dass die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern gerade im Vergleich mit anderen Bundesländern durchaus solide aufgestellt sind. Ich weiß, dass das natürlich vor Ort mitunter variiert, aber im Großen und Ganzen kann sich das hier sehen lassen. Und mit dem FAG gehen wir ja auch in die Richtung, weiter Mittel für notwendige Investitionen zur Verfügung zu stellen. Also in diesem Punkt völlig überflüssig. Nur sozusagen noch überflüssiger ist dieses unsinnige Subventionsprogramm für sogenannte kulturprägende Begriffe. Das mag ja aus kulturpolitischer Sicht ganz nett sein irgendwie. Das hat aber mit Marktorientierung, mit Wettbewerbsfähigkeit überhaupt nichts zu tun. Sie sprechen sich in Ihren Grundsatzforderungen gegen Subventionen aus und setzen hier ein Subventionsprogramm ein, was sogar noch Fachkräfte aus anderen Branchen, wo die Leute dringend benötigt werden, da könnte ich jetzt ja quasi alle anderen aufzählen, da potenziell noch absaugen würde. Das, was Sie hier vortragen, ist wirtschaftspolitischer Irrsinn, zeigt, dass Sie die Problematiken gar nicht verstehen und hier wirklich nur einzelne Punkte setzen wollen, um populistisch hier irgendeinen Mehrwert zu generieren. Auch bei der Förderung der Meisterausbildung, da hatten wir viele Debatten zu, ist Mecklenburg-Vorpommern auf einem guten Weg, ist bundesweit sehr gut aufgestellt.
Aber auch hier möchte ich nochmal darstellen, wir müssen natürlich alle Branchen betrachten. Und wir haben ja, das habe ich jetzt auch schon ausgeführt, in vielen Bereichen wirklich einen Fachkräftemangel und insbesondere auch in den Gesundheitsfachberufen. Und da sind wir jetzt ja den entscheidenden Schritt gegangen mit der Schulgeldfreiheit in diesem Jahr, um da überhaupt erstmal wieder dieses Ungleichgewicht, diesen Nachteil, den diese Berufsgruppen auf dem Ausbildungsmarkt erstmal hatten, um eine grundständige Ausbildung, der Meister ist ja eine Weiterbildung, um überhaupt erstmal eine grundständige Ausbildung hier zu haben. Und daher first things first, das war erstmal entscheidend. Aber natürlich auch bei der Förderung vom Meister werden wir weiter die Schritte gehen, die notwendig sind und werden hier auch genau beobachten, was andere Bundesländer machen. Herr Waldmüller hat hier ja auch zu Ihrem Antrag ausgeführt, ich verneine überhaupt gar nicht den Handlungsbedarf, er ist jetzt gar nicht mehr da, ich verneine ja gar nicht den Handlungsbedarf, muss aber auch feststellen, das Nichthandeln habe ich bei Wirtschaftsenergie und auch Landwirtschaftsministern der CDU in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen. Dass jetzt die Ampelkoalition, die kann das ja gar nicht so schnell aufholen, weil sie müssen auch anerkennen, gerade in der Energiepolitik greifen politische Maßnahmen nicht sofort, sondern dadurch, dass natürlich entsprechende Anlagen auch erst gebaut werden müssen, dass teilweise auch Forschung stattfinden muss, kann ich hier gar nicht ad hoc so viel machen. Die Ampelkoalition hat sich unglaublich breit in allen Politikbereichen auf den Weg gemacht, um wirklich das Land hier im Fortschritt voranzutreiben, viel nachzuholen. Und ich denke, da werden wir sehen, dass das auch wirken wird. Es ist eben nicht so unterkomplex, wie Sie es immer darstellen, insbesondere die AfD-Fraktion. Und das haben wir auch gesehen. Hier wird ja immer auch noch auf diese Atommeiler, die da zu Recht vom Netz gegangen sind, abgestellt. Was auch ganz interessant ist, als diese vom Netz gegangen sind, ist plötzlich massiv angestiegen der Anteil der erneuerbaren Energien. Warum denn? Weil vorher der Atomstrom auch die Netze verstopft hat. Wir brauchen keinen Atomstrom, sondern wir brauchen smarte Lösungen für grundlastfähige Energien, sodass sozusagen die Spitzen und Täler der erneuerbaren Energie, dass die abgedeckt werden können. Aber Atomstrom ist zur Ergänzung der erneuerbaren Energien zu träge und im Übrigen auch wahnsinnig teuer. Das wurde ausgeführt. Wir sehen, der Antrag der AfD ist hier ein politisches Armutszeugnis. Er ist ein Zeugnis der Realitätsverweigerung. Ansonsten ist es ja so, Herr Schmidt, Sie bedienen sich hier gerne in Ihren Reden mit Ausflügen in die Sagen- und Märchenwelt. Ich glaube, da schweben Sie viel zu oft. Auch bei der Rede der Ministerpräsidentin beim Empfang hätten Sie ihr mal lieber zuhören sollen, anstatt sich nur wegzuträumen. Ich habe das Gefühl, Sie werfen anderen ja vor, eine rosa-rote Brille aufzuhaben. Ich habe das Gefühl, wenn Sie an unser Land denken, haben Sie so einen Graufilter vor Augen, dass hier alles so schlimm ist, so graue Fassaden. Ja, erkennen Sie bitte an, dass hier einiges passiert ist. Ich bin viel im Bundesgebiet und auch international unterwegs. Wir können vieles in MV noch besser machen, aber wir müssen uns mit dem, was in diesem Land geleistet wird, was hier gelaufen ist, überhaupt nicht verstecken. Punkt. Last but not least nimmt die MV-Koalition die Kritik der Unternehmen im Land natürlich wahr. Und wir nehmen die auch ernst und es wird auch an konstruktiven Lösungen gearbeitet. Ich glaube, der Landwirtschaftsminister, der hat ja in vorbildlicher Weise gezeigt, wie man es macht. Sich hinsetzen, sachgerechte Lösungen zu erarbeiten, die Türen für die Kompromisse zu öffnen. So wird gearbeitet, so geht man voran und nicht mit Populismus. Da bleiben wir dabei, denn Sie argumentieren hier inkonsistent. Die AfD bleibt die Antworten auf niedrige Löhne schuldig. Sie bleiben im Grunde genommen auch, alle reden vom Bürokratieabbau, auch Sie adressieren das ganz oberflächlich in Ihrem Antrag. Frau von Baal hat vorhin vorgestellt, wie mit der FDP zum Beispiel im Bundesjustizministerium daran gearbeitet wird, wie überhaupt erstmal der ganze Sache auf den Grund gegangen wird, wo, auf welcher Ebene liegen denn die Regelungen, die angepasst werden können. Hier irgendwelche Schlagwörter zu bedienen, das ist nun einfach, aber wirklich in die Substanz zu gehen und ja wirklich auch, denke ich, durchaus bürokratische Regelungen, die sich über Jahrzehnte irgendwo aufgetürmt haben, da mal kritisch raufzublicken, das ist wirklich harte Kernarbeit, aber die gehen wir gerne an. Daher brauchen wir Ihre unausgegorenen Forderungen nicht. Ihren Unsinn lehnen wir ab. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.